Leute, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Heute kommt, wie gesagt, mehrere Videos und das wird jetzt das Special-Video. Ich werde jetzt aus meinem Kopf meine Horrorgeschichte ausdenken. Und Entschuldigung, wenn hier so eine Wand ist, aber meine Kamera liegt halt auf so einer Kiste, sonst kann ich nicht richtig gut filmen. Weil sonst muss ich ja die ganze Zeit so. Ja, und ja, das ist ja auch kacke. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Okay, ich habe mir jetzt erstmal so ein bisschen für den Anfang überlegt und gleich geht es los. Es geht jetzt los. Oh Gott. Okay, wartet. Es war einmal ein junges Mädchen namens Clementine. Es war eine ganz schöne Familie mit Mutter, Vater und Kind. Clementine war Einzelkind, aber sie hatte sich unbedingt einen Bruder gewünscht. Aber doch leider hat sie nie einen bekommen. Eines Tages kam wie ein Virus auf. Sie haben alles verrecken lassen. Die Menschen wurden so zur sogenannten Zombies. Und die Tiere wurden zu Monstern, die blutrünstig und riesig wurden. Clementine war der einzigste Mensch auf Erden, dachte sie, bis sie einen jungen Mann fand, der Daryl hieß. Daryl sagte, was machst du denn hier? Das ist viel zu gefährlich für dich hier. Clementine sagte, alles ist verschimmelt in meinem Haus. Die Tiere sehen so seltsam aus. Daryl sagte, es ist auch eine Infektion. Die Menschen sind keine Menschen mehr. Sie sind einfach nur noch blutrünstige Monster. Clementine hatte furchtbar Angst und wollte zu ihren Eltern. Da fragte sie Daryl, hast du meine Mom oder Dad gesehen? Er sagte, nein, ich glaube nicht, dass sie noch leben. Tut mir leid. Clementine war sehr traurig. Sie fragte Daryl, kannst du mich irgendwie in Sicherheit bringen? Ich habe keine Unterkunft mehr. In meinem Haus sind Millionen von kleinen Kriechtieren. Die sind aber nicht normal. Sie haben einen Stachelmund. Oh Gott, das sind die Glibbys. Die Glibbys? Sagte Clementine. Daryl sagte, das sind die schlimmsten von allen. Wenn dich einer berührt, wirst du auch zu so einem Glibby. Clementine fragte, hast du denn ein sicheres Versteck, wo wir uns verstecken können? Daryl sagte, nein, wir müssen uns eine Gruppe suchen, damit wir vielleicht sogar Essen und sowas bekommen. Ich glaube nicht, dass hier Essen noch überall rumliegt, sagte Daryl. Da sagte Clementine, okay, suchen wir eine Gruppe, aber ich glaube nicht, dass noch Menschen leben werden, Daryl. Daryl gab Clementine eine Waffe. Clementine sagte, was ist das? Wie schieße ich überhaupt damit? Papa sagt immer, weg von den Waffen. Ist das etwa eine Waffe? Daryl sagte, ja, aber die brauchst du zum Schutz. Jetzt ist alles erledigt. Du darfst die Monster töten. Ich zeig dir dann später, wie man schießt. 15 Minuten später, sagte Clementine zu Daryl. Daryl, sind wir bald da? Daryl sagte, ja, dort vorne habe ich einen Mann gerade gesehen. Wir müssen noch gucken, ob der lebendig ist. So gingen Clementine und Daryl zu dem Mann. Der Mann sagte, bitte nicht schießen, ich bin keiner von denen. Daryl sagte, okay, wie ist dein Name? Er sagte, mein Name ist Jacob. Clementine sagte, okay, Jacob, zeig uns, was du hast. Daryl sagte, überlass mir das Reden. Clementine lachte und redete Daryl. So Leute, ich hoffe, euch hat Teil 1 gefallen. Also, die Geschichte werde ich dann weiter erzählen. Ja. Tut mir leid, aber ich habe gerade nochmal doch überlegt. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Es sei denn, ich überlege jetzt nochmal. Und ja. Okay, Leute, ihr habt Glück. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wie gesagt, Clementine tretete Daryl und sagte, nein, 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 mein Reden.
Daryl nickte. Alles klar. Sie ging zu Jacob hin und fragte, möchtest du mit in unsere Gruppe kommen? Ja, Daryl hat ein sicheres Haus. Jacob fragte, du oder Daryl jetzt? Wer von euch ist überhaupt Daryl? Siehst du nicht? Ich bin ein Mädchen, er ist ein Junge. Wer ist denn wohl ich? Ich bin Clementine. Daryl dachte, Gott, ist die blöd. Auf einmal schrie Clementine. Hinter ihr war ein Monster. Ein Hund, der ganz blutig war. Der Hund bellte und knurrte. Clementine wurde von dem Hund gebissen. Da war Jacob ganz erschrocken und laufte weg. Daryl erschoss den Hund. Clementine hat danach geweint. Daryl fragte, ist was los? Hast du dich schwer verletzt oder hat er dich bloß gebissen? Nein, ich hatte selber mal einen Hund. Und ich liebe Hunde. Na gut, das war kein Hund mehr, sagte Daryl. So gingen sie in Daryls Höhle. Da fragte Clementine, haben wir was zu essen? Daryl sagte nein. Auf einmal kamen Unmengen von Walkern rein, beziehungsweise den Zombies. Daryl sagte, verkriech dich unter der Mülltonne, schnell, ich erledige sie. Da sagte Clementine, oh nein, Daryl, ich werde dir ganz bestimmt helfen. Daryl sagte, ach, halt doch die Klappe. So schießte Daryl die Zombies Zombie für Zombie ab. Clementine tretete einen sogar in den Bauch. Sie sagte, warum fällt er nicht um? Du musst immer in den Kopf zielen, keine Angst. So zielte Clementine mit der Waffe immer in den Kopf. So, Leute, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Das war jetzt wirklich Teil 1. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mehr ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich vorhin so seltsam war mit Schluss, aber dann ging es doch weiter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann like, kommentiert und abonniert. Bye!